Und, wie läuft das Museum? Es war noch kein einziger Besucher da. Was mache ich nur falsch? Du hast das vor 5 Sekunden... Ach komm, vergiss es. Ich hätte da ein paar Ideen, was man verbessern könnte. Ach ja? Und warum sollte ich auf dich hören? Es ist ja nicht so, als wärst du mein Berater. Du könntest mich ja als Berater engagieren. Warum eigentlich nicht? Na gut, du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Also leg los, was empfiehlst du mir? Du sollst vielleicht die Wäsche abhängen. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja, gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Wäscheboy hat. Andererseits kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei's drum. Du bist eingestellt. Du bekommst 1 Goldstück am Tag. Aber erst nach getaner Arbeit. Sehr schön. Die Vögel stören die Optik. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut, das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nichts. Oh, du musst Leute. Einen Profi engagieren. Naja, na gut. Aber wo bekomme ich so jemanden her? Habe ich schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbygärtner bin? Ich könnte doch mal mein Glück versuchen. Du? Warum nicht? Oder siehst du hier noch jemanden? Ist ja schon gut. Wenn du es schaffst, die Vögel zu verscheuchen, bist du eingestellt. Als Gärtner bekommst du 1 Goldstück am Tag. Aber wie gesagt, erst nach getaner Arbeit. Das bedeutet, ich muss mir jetzt die 10 Goldmünzen da verdienen oder was, um die Lok zu betrachten? Ach du meine Güte. Du solltest den Namen ändern. Sollte ich das also? Unbedingt. Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum. Das klingt viel zu protzig. Was schlägst du vor? Mir gefällt Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut, dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Ja, du könntest die Preise senken. Du könntest die Preise senken. Ich glaube, du hast recht. Für einen Besuch in Maurice Medium Museum sind 8 Goldstücke wohl angemessen. Ah, okay. Du solltest den Namen ändern. Was denn? Schon wieder? Unbedingt. Maurice Medium Museum. Das hat kein Pep. Was schlägst du vor? Naja, wie wär's denn mit... Mehr als ein Maurice Mini-Museum sehe ich hier nicht. Mini-Museum? Soll das eine Anspielung sein? Glaub mir, die Menschen mögen kleine Sachen. Man wird dir die Bude einrennen. Okay. Der Name wird geändert. Aber dann muss ich auch den Gärtner wieder entlassen. Das Gehalt wird eingezogen. Und die Wäsche kann dann auch wieder draußen hängen. Also entlasse ich den Wäscheboy. Und das Gehalt wird ebenfalls eingezogen. Hast du noch so einen Tipp? Vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Glaubst du? Wenn ich mir dich so angucke, wahrscheinlich hast du recht. Du siehst aus, als wäre dir eine Maus über die Leber gelaufen. Du meinst eine Laus. Ich weiß, was ich gesagt habe. Was schlägst du vor? Du solltest einen Clown einstellen. Einen Clown? Bist du verrückt geworden? Hey, ich kenne deine Belegschaft zufällig ziemlich gut. Ich will dir ja keine Angst machen. Aber wenn die nicht bald ein wenig Aufmunterung bekommen, dann könnte es einen Streik geben. Einen Streik? Na gut, aber wo bekomme ich jetzt bloß einen Clown her? Du kannst den Job nicht selbst machen. Wieso? Bin ich zu Clown? Klein? Wann soll ich anfangen? Am besten gleich. Super. Du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Alles klar. Okay, du solltest vielleicht... Du solltest als erstes diesen schlecht gelaunten Geschäftsführer entlassen. Das geht nur 3 Monate zum Quartalsende. Ein Jahr. Schade, aber nur Mitarbeiterrabatt. Du solltest einen Mitarbeiterrabatt einführen. Ein Mitarbeiterrabatt? Kommt nicht in Frage. Warum denn nicht? Sieh es mal so. Du machst deine Mitarbeiter glücklich und bekommst trotzdem Geld von ihnen. Was? Hey, du hast recht. Diese Trottel. Alles Idioten. Ja, okay, abgemacht. Mitarbeiter zahlen nur noch die Hälfte. Okay, also, wir kriegen, wenn wir die Vögel vertreiben, 1. Wenn wir die Wäsche einholen, 1. Als Clown kriegen wir 1. Aber wir bräuchten, glaube ich, 4, wenn wir den Namen auf Medium lassen. Kriegen aber auch 1 weniger, wenn wir auf Mini wechseln.
Ach, die fangen sie schon wieder. Das denke ich auch. Ich werde einfach bei der nächsten Weihnachtsfeier eine motivierende Rede halten. Dann erledigt sich das Problem von ganz allein. Okay, wie sieht's denn mit den Preisen denn jetzt aus? Du könntest die Preise noch weiter senken. Naja, mehr als 6 Goldstücke kann man wohl für einen Besuch im Maurice Minimuseum tatsächlich kaum verlangen. Ja, okay. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ha, welchem guten Namen denn? Es ist Maurice Minimuseum. Die Leute können froh sein, dass sie aufrecht stehen können, während sie sich die Lok anschauen. Okay. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ha, es ist Maurice. Die Leute Wir müssen den Namen ändern. Du solltest den... Was denn? Maurice... Was schlägt? Also nehmen Medium, das kostet am wenigsten. Mir Weniger Ex-Maurice. Na gut, hoffentlich bringt... Hast du noch so... Ja. Du könntest... Noch was? Na hör mal, Maurice Medium Museum ist seine... Entschuldigung, ich war wieder ein bisschen zu nervös. Du könntest die Preise noch... Noch weiter? Na hör mal, Maurice Medium Museum ist seine 8 Goldstücke allemal wert. So, also... Mitarbeiterrabatt, das heißt, wir brauchen nur noch 4. Du solltest unbedingt die Wäsche ab, das wird dem gut... Ja, leider kann ich hier nicht weg, ich muss die Kasse... Du könntest mir dann erledigen... ich wäre andererseits... Na gut, du bekommst aber erst... Mir fällt... Ha! Du lässt dir lieber was einfach... Oh, ich hab schon wieder... Ich hab keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. Ja, vor allen Dingen ich. Naja, sammeln wir sie mal ein. Sammeln wir das Hemd auch ein. So. Heda nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Berater. Du bist mein Clown. Und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 3 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Sehr gut. Also, ich hätte einen weiteren Tipp. Immer raus damit. Immerhin bezahle ich dich dafür. Richtig. Die Vögel. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut, das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach... Es hilft. Naja. Hab ich schon... Ich könnte doch... Du? Warum nicht? Ist ja schon, wenn du es schaffst als Gärtner. Aber wie gesagt... Okay. Mir fällt nichts ein. Ha! Du lässt dir lieber was einfallen oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. Ja, ja, okay. Ich habe keine Zeit für Unterhaltung. So. Müssen sie irgendwie verscheuchen, ne? Damit würde ich sie bestenfalls kurz aufschrecken. Ich brauche eine bessere Idee, um sie langfristig vom Beet fernzuhalten. Zugang... Holzlöffel. Die Kürbisernte wird dieses Jahr wohl ziemlich dürftig ausfallen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Vogelscheuche bauen müssen. Oder sowas. Was hast du jetzt da gebaut? Oh. Okay, dann kriegt das Knüppelding noch ein Hemd. Die richtige Größe hat es schon mal. Aber so würde es wohl kaum halten. Es fehlen die Ärmchen. Dö. Jetzt? Mission erfüllt. Oh, bravo. Du hast die Vögel verscheucht. Willst du jetzt eine Mitarbeiter des Monats-Plakette? Dein Dank ist mir Lohn genug. Sehr, sehr, sehr schön. Ich dachte schon, das zieht sich jetzt noch Unmengen hin. Ewig lange, wie auch immer, hin. Aber es ging doch ganz gut. Naja, speichern wir erstmal. So, und dann können wir uns jetzt die Lok angucken gehen. Angucken natürlich. Ihr seht jetzt nicht, dass ich da die Gänsefüßchen-Zeichen mit der Hand mache. Heda nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Ne, hier die Gänsefüßchen-Zeichen mit der Hand könnt ihr nicht sehen, aber angucken, ne? Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar. Das macht 8 Goldstücke. Naja, für dich 4. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt, aber könnte ich es nicht gegen mein Gehalt rechnen? Das ginge vielleicht. Aber erst mal sehen, wie viel du überhaupt schon verdient hast. Also, du bist mein Gärtner. Du bist mein Berater. Du bist mein Clown. Und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 4 Goldstücke verdient. Tja,
Sieht so aus, als hättest du genug verdient. Willkommen im Maurice Medium Museum. Jawohl. Nett, aber wie komme ich hoch zur Eisenbahn? Es sei denn... Himmel, noch ein Fahrstuhl. Warum bin ich nicht einfach bei den Askill geblieben? Bett, Stange, Zahnräder, Regal, Regalhalterung, Öffnung, Kommode, Hängematte... Was? Ach du Scheibenkleister. Guter Witz, da ist ja gar nichts drin. Ja, tut mir leid, eine Öffnung. Hier fehlt etwas und damit meine ich nicht nur Hoffnung. Ah, du. Dabei bist du doch schon so selbstbewusst geworden teilweise. Nein, das passt hier nicht. Hier fehlt eine Art, weiß auch nicht, Hebel oder so. Hebel oder so? Ja, nehmen wir doch das Ding. Nein, das hält nicht. Das hält nicht? Nein, danke. Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Keine Ahnung. Gabelding. Hebel. Ich kann mich irren, aber ich glaube, hier fehlt irgendetwas, das die beiden Zahnräder miteinander verbindet. Ah, du meine Güte. Okay, durchwühlen wir mal alles. Da passe ich wohl nicht ganz rein. Typisch. Zu groß zum Schlafen, zu klein, um die Welt zu retten. Ach ja. Wie in einem Puppenhaus. Niedlich. Das haben wir, das gucken wir mal an. Das ist eine Art Haltegriff. Davon gibt es viel zu wenige auf dieser Welt. Ah. Ich kann mich irren, aber ich glaube, hier fehlt irgendetwas, das die beiden Zahnräder miteinander verbindet. Ich kann mich irren. Ja. Ein Regal. Es scheint mir alles ein wenig wackelig zu sein. Und das Regal ist auch nicht das Festeste. Himmel, ist das alles klapprig hier. Und das Regal ist auch... Ja. Es scheint mir alles ein... Regalhalterung. Es scheint mir alles ein wenig wackelig. Ja, legen wir mal einen Stein drauf. Das behalte ich lieber bei mir. Keine Ahnung. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Ah ja, und was mache ich denn? Es scheint mir alles ein wenig wackelig zu sein. Das Regal ist auch nicht das Festeste, ja. War ich das etwa? Ja. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Moment mal. Die Idee ist gut, aber noch fehlt etwas. Es fehlt was? Nein, das kann mal jemand anderes reparieren. Was fehlt denn? Nein, das kann mal jemand anderes reparieren. Nein, das kann mal jemand anderes reparieren. Also der Stein muss hier runterrollen auf den Hebel. Aber... Nein, das kann... Nein, er würde nur runterkullern. Ja. Stange. Moment mal. Ich kann doch Spot hier nicht einfach wegsperren. Es fehlen Türen. Boah, du bist so fies. Manu. Ich lasse Maurice Bett lieber in Ruhe. Ich habe Angst, dass er mir in die Waden beißt. Ach, wir haben noch die Hängematte. Mal gucken, ob da was drin ist. Die hängt hier wahrscheinlich noch vom Vorbesitzer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Maurice da irgendwie rankommt. Aber dann... Sie hängt zu hoch, ich komme nicht dran. Kann man denn nicht wieder Spotty da reinschmeißen? Spot hat später noch Zeit, sich auszuruhen. Erst einmal soll er sich nützlich machen. Kann man die denn abfackeln? Ja, weiß ich nicht. So, hey. Spot hat später noch Zeit, sich auszuruhen. Erst einmal soll er sich nützlich machen. Lieber nicht, ich will hier keinen Wohnungsbrand verursachen. Doch. Spot hat später noch Zeit, sich auszuruhen. Erst einmal soll er sich nützlich machen. Spot hat keine Verwendung für Haltegriffe. Er kann sich ja eh nicht daran festhalten. Ja, okay, aber was bringt mir die Kommode? Ich kann doch Spot hier nicht einfach wegsperren. Es fehlen Türen. Ja. Was haben wir denn hier noch? Hebel raus. Reden wir mal mit dem Kerlchen hier.